das war ein Abheben. Genau, Flügel eingefahren. Hallo ihr schönen Menschen, herzlich willkommen auf dem Kanal PS Blick. Herzlich willkommen im Audi 80 B4 aus dem Jahre 1994. Der gehört dem Nick, der neben mir sitzt. Mahlzeit. Hi und vielen Dank, dass ich heute nochmal dein Auto fahren darf. Ist ja das zweite Video. Wir haben schon mal so über Like und Dislike gesprochen, weil es ja eigentlich kein ganz so normaler Audi 80 B4 ist. Erstens hast du den erst seit einer Woche. Genau. Und zweitens hat das Ding unfassbare 359.500 Kilometer gelaufen. Und ich darf trotzdem jetzt im Video damit auf die Auto fahren, auf die Autobahn fahren. Nicht auf die Auto fahren, das wäre ein bisschen auer. Und mal Gas geben. Vorab erzähle ich euch kurz ein paar Sachen über die Technik. Und zwar, wir haben in diesem 94er Baujahr einen 2 Liter Benziner. Auf jeden Fall haben wir mächtige 90 PS und 148 Newtonmeter Drehmoment. Was ist denn heute los? Auf knapp 1,2 Tonnen Leergewicht. Besonders bei der Baureihe Audi 80 B4, die es von 91 bis 95 gab, also die ältesten Exemplare sogar schon mit H-Kennzeichen. Besonders ist, dass der Motor längs eingebaut ist, aber trotzdem die Vorderräder antreibt. Warum macht man sowas? Ganz einfach, die Einbaulage ist günstiger, wenn man größere Motoren noch in der gleichen Baureihe fahren will. In dem Auto zum Beispiel 5-Zylinder- und V6-Motoren. Und dann gab es noch das Audi B4 Coupé, in dem es sogar die 2,2 Liter 5-Zylinder-Turbos gab im Audi S2. Und auf der gleichen Basis entstand auch der legendäre Audi RS2, dieser ultimative Power-Kombi der 90er mit Porsche-Technik und 315 PS. Alles in diesem Motorraum. Deswegen hat man auch das Gefühl, dass man da drinnen Kaffeeklatsch veranstalten und mit einer Hand noch schrauben könnte. Das Witzige wird gleich sein, dass ich ohne Drehzahlmesser schalte oder nach Gehör. Ich finde das jedes Mal ziemlich cool bei solchen alten Autos. Und wir werden natürlich nicht bis zum Anschlag fahren. Denn es ist mir gerade bei Autos mit solcher Laufleistung ein unfassbar großes Anliegen, das Auto eben nicht zu quälen, sondern mit Rücksicht auf die alte Technik zu bewegen. Einfach so einen Eindruck dafür zu kriegen, wie fährt das Auto jetzt noch mit der Leistung nach 20, 25, in unserem Fall 27 Jahren einfach. Ich bin aber schon ziemlich gespannt, denn so rein subjektiv vom Drehmomentverhalten fühlt er sich kräftiger an, als die 90 PS vermuten lassen. Ist mir schon ganz oft bei solchen Autos aufgefallen. Es scheint so ein bisschen Zweiventil-Charakteristik zu sein. Das Drehmoment liegt früh an. Ich weiß auch gar nicht, ob die gut in Butter stehen, ob die Motoren eher hochsteuern oder runter. Ich habe noch keinen 90 PS Audi 80 auf einem Prüfstand gesehen. Ich auch noch nicht. Aufruf an euch, liebe Community. Wenn ihr mal einen Audi 80, gerade den 2.0er 90 PS, gehabt, gefahren oder auf dem Prüfstand gesehen habt, dann schreibt gerne eure Eindrücke, eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich habe nur gehört, das Ding soll eine ganze Menge verbrauchen und technisch absolut unzerstörbar sein. Genau, Flügel eingefahren, Landeklappen eingefahren. Jetzt gerade mal beim Rausbeschleunigen schon mal eine 80-120 genommen, ganz unverbindlich, in 11,8 und bin erschrocken, weil das eigentlich echt nicht schnell ist, sich aber viel schneller anfühlt. Ja. So Freunde, drückt uns die Daumen auf freie Bahn. Draggybox ist startklar. Ich bin startklar, du bist auch startklar? Ich bin startklar. Dann. Legen wir mal los.
wenn ich das richtig erkenne, sind wir gerade 100, 150 gefahren in 22,8, kann das sein? Genau, 22. Okay. Das ist natürlich tatsächlich nicht so schnell. Weißt du, was mir noch auffällt? Was denn? Wir fahren ohne Kennzeichen. Ups. Ja, ups. Da müssen wir das gleich mal beheben. Outtake des Jahres. Jetzt weiß ich auch, warum die Dame auf dem Fahrrad vorhin so komisch geguckt hat. Ja. Geile Scheiße. So kurz vor der Autobahn ist mir aufgefallen. Hä? Irgendwie haben wir die Kennzeichen nicht wieder angemacht. Ups. Jo, einmal schwarz gefahren. Dann würde ich sagen, Kennzeichen dran, umdrehen und dann hoffen wir auf besseren Wind und gucken mal, ob da vielleicht noch eine Sekunde rauszuholen ist. So, zweiter Versuch, los geht's. Wir haben laut Reggae, ich fass es nicht, wir haben 26,7 Sekunden, das ist doch nicht. Also, ja. Einigen wir uns einfach drauf, das Auto ist nicht gebaut, um so schnell zu fahren. Richtig. Ja, ein Alltagscruiser. Ja, ist also absolut. Es ist eigentlich auch unfair, sowas zu machen jetzt mit dem Auto noch mit der Laufleistung. Es tut mir leid, lieber Audi, aber ich war einfach mal neugierig. Aber da merkst du dann halt auch so die Diskrepanz zwischen Gefühl und halt dann tatsächlicher Beschleunigung. Weil so, es kommt im Video einfach nicht. Oh, cool. Sehr schön. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Ja. Es kommt im Video echt nicht so rüber, wie stämmig sich dieses Auto eigentlich anfühlt. Aber wenn du dann wirklich durchfährst und auf Leistung fährst, dann merkst du, dass die Leistung halt einfach nicht da ist. Und somit spricht eben das Auto zu dir und erzieht dich irgendwo so, oder nicht erzieht dich, ist eigentlich das falsche Wort. Wenn du das Auto so ein bisschen verstehst und dich da reinfühlst, dann merkst du das und passt dich dem an und du latscht das Auto eben nicht bis zum Anschlag. Und ich behaupte einfach mal, gerade jetzt mit 27 Jahren Abstand, dafür ist er eben halt auch einfach nicht gebaut. So zum Cruisen, wenn du fährst bis Tempo 110, 120, 130, was wir jetzt fahren, super. Du kannst dich relativ normal unterhalten, der liegt ruhig auf der Straße. Das ist eher so der vernünftige Motor, den Audi eingebaut hat. Eher so der Rentnermotor, sagen wir mal. Ja, und ich glaube, das ist in dem Fall halt auch echt nicht negativ gemeint. Es wird jetzt halt so ein bisschen lauter. Tacho 130, aber das Auto liegt so ruhig in der Spur. Das ist das, was ich im ersten Video, was ich euch jetzt hier auch irgendwo verlinke, schon angesprochen habe, was mir da halt auch schon so aufgefallen ist. Entweder für die längere Strecke oder für jeden Tag so hin und her und zwischendurch ist das ein super Auto. Da verzeiht man es ihm dann auch, dass er jetzt ist, ich kann es dir jetzt schon verraten, er ist in Zeitenranking, reiht er sich auf dem letzten Platz 100, 150. Aber who cares? Es ist ein 2 Liter 90 PS, ganz ernsthaft Leute, bei 45 PS Literleistung hat das Auto andere Talente. Und bei 45 PS Literleistung kannst du auch davon ausgehen, dass da nichts kaputt geht. Und das ist in dem Fall wichtiger. Wir haben hier 360.000 auf der Uhr, mach das mal mit einem modernen Auto. Bam. Ich werde es mir aber trotzdem nicht nehmen lassen, gleich für euch noch eine Soundaufnahme zu machen, darf in keinem PS-Blick-Zeitenmessen-Video fehlen. Und ich habe mir sagen lassen, das Auto hat tatsächlich ab Werk eine originale Audi-Sportabgasanlage verbaut. Mit so einem Endrohr, Junge! Wir fahren jetzt auf die Soundstrecke und gucken, ob da auch so ein Sound, Junge, rauskommt. Ihr das Römpelpömpel gehört? Ey, wie geil ist das denn? Scheiß doch auf Klappenabgasanlage, wenn du solchen Sound im 90 PS Audi 80 hast.
würde sagen, dass das allein verdoppelt einfach schon mal den Wert des Autos, weil du dir jegliche Klappenabgasanlage hier sparen kannst. Wie geil! Ja, mein Fazit aus diesem Video. Spannendes Erlebnis, wieder was gelernt. Das Auto ist definitiv nicht zum Schnellfahren da. Das Auto macht aber elendgeilen Sound. Soundstark und leistungsarm, aber who cares? Es ist ein 90 PS Audi 80 mit fast 360.000 gerannt. Lieber Nick, vielen Dank für dieses Erlebnis. Vielen Dank, gerne, dass ich dein Auto fahren durfte, dass du den Mut hattest, hier bei mir auf dem Beifahrersitz zu sitzen. Wenn ihr das genauso seht, dann lasst jetzt bitte unbedingt ein ganz großes, fettes Like da für das Auto, für Nicks Mut, sein Auto mir anzuvertrauen, für das Video. Abonniert bitte unbedingt den Kanal und macht die Glocke an. Hier werden definitiv noch mehr coole Videos folgen. Ich kann es kaum abwarten. Und wenn ihr ein Auto habt, wo ihr der Meinung seid, das ist genauso genial, das kann auch so ein Römpelpömpel oder ist auch irgendwas Besonderes dran, ne? Dann schreibt mir unbedingt hier oder bei Instagram. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich feier einfach immer noch dieses Auto. Wahnsinn, ich hätte es nicht gedacht. Sämtliche Vorurteile gegen alte Audi hier. Zack, ab damit. Geil. Geil, 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 geil. Hab euch lieb. Allzeit gute Fahrt. Ciao. Ciao.